Mama, mir ist so langweilig. Magst du heute nichts mit Emily ausmachen? Nein, die hat keine Zeit. Magst du denn in deinem Zimmer was spielen? Nein, ich mag mit dir wohin gehen. Dann lass mich mal überlegen. Wie wär's, wenn wir in den Zoo gehen? Ja, das ist eine gute Idee. Komm, gehen wir gleich hin. Ja. Komm, Mami, beeil dich. Ja, ich kann doch schon. Ach komm schon, du brauchst immer so lange. Ich muss doch noch die Türe zumachen. Und los geht's. Endlich sind wir da. Naja, so lang hat's ja jetzt auch nicht gedauert. Doch. So, jetzt kaufen wir noch schnell die Eintrittskarten. Hallo, wie kann ich Ihnen helfen? Bitte zwei Eintrittskarten, einmal ein Erwachsener und ein Kind. Das macht dann 8 Euro. Ja, einen Moment. Hier bitte. Danke. Mama, können wir noch eine Fototüte kaufen? Und so eine Giraffe? Ja, okay. Wie viel kostet ein Kuscheltier, die Giraffe da und eine Futtertüte? Das macht 2 Euro. Okay, dann müssen Sie mir die 2 Euro nicht zurückgeben, dann nehme ich die zwei Sachen. Okay. Hier das Kuscheltier, die Futtertüte und die Eintrittskarten. Ja, danke. Bitte. Viel Spaß im Zoo. Hier, Mama, deine Karte. Und hier noch deine Giraffe. Los, Lisa, geh du zuerst durch. Und jetzt musst du kommen, Mama. Ja, ich komme ja schon. Komm, Mama, gehen wir schnell zu den Pinguinen. Oh, die sind ja voll süß und vor allem die kleinen Pinguine. Ja, die sind wirklich süß. Die rutschen bestimmt jetzt gleich los. Ja. Oh, guck mal, Mami, die Pinguine werden jetzt gefüttert. Darf ich mithelfen, die Pinguine füttern? Ja, na klar. Mama, kannst du so lange meine Giraffe halten? Ja, mach ich. Oh, der kleine Pinguin hat aber Hunger. Ja, die kleinen Pinguine haben immer Hunger, vor allem der hier. So, der große Pinguin kriegt auch noch was zum Essen. Jetzt haben die Pinguine genug zum Essen. Oh, guck mal, Mami, der schöne V. Ja, der ist wirklich schön. Wir können ihm ja etwas von unserer Futtertüte geben. Ja, die Tüte ist leer. Gut, dann können wir jetzt zu den Löwen gehen, oder? Ja, Mama, guck mal, die Löwenfamilie. Ja, die haben auch gerade was zum Essen bekommen. Oh, wie süß, ein Kakadu. Ja, der sieht wirklich süß aus. Schade, dass nichts mehr von der Futtertüte übrig ist. Ja, das hast du ja alles an den V verfüttert. Ja. Das macht nichts. Der kriegt genug zum Futtern. Kann ich ihn auch mal kurz heben? Ja, natürlich. Der ist ja voll leicht und so süß. Hier, Mama, halt ihn auch mal. Okay. Das ist ja wirklich voll leicht. Und er hat so schöne Farben. Tschüss, Kakadu. Wir müssen jetzt weitergehen. Oh, guck mal, da ist ein Babypanda. Und da hinten ist ein Baby-Zebra. Oh. Und da drüben auch noch mal eins.
Guck mal, da hinten sind zwei Strauße und die Mama brütet ein Ei aus. Oh, guck mal, Mama, das Panda-Baby wird jetzt gefüttert. Darf ich es mal streicheln? Ja. Das Fell ist voll flauschig. Ja, es ist noch ein frischgeborenes. Oh, Mama, guck mal, wie süß die Babys sind. Und da kommt die Mama-Schildkröte. Ja. Und der Papa ist auch da. Ja, jetzt sind alle da. Und es sind ganz kleine, mittlere und noch ganz kleine, die im Ei sind. Mhm. Wenn du möchtest, kannst du auf deine großen Schildkröten reiten. Ja, liebend gern. Guck mal, Mami, ich kann auf einer Schildkröte reiten. Ja, ich seh's. Schildkröten sind nicht so langsam, wie alle sagen. Ja, da hast du recht. Schnecken sind viel langsamer. Ja. Komm, aber jetzt gehen wir weiter. Wir wollen ja noch die anderen Tiere sehen. Tschüss, Schildkröten. Guck mal, ein Erdmännchen. Guck mal, der Papa-Affe. Und das kleine Baby und die Mama. Ja, die sind wirklich sehr süß. Guck mal, da hinten ist eine ganze Erdmännchenfamilie. Hier sind sehr viele Tiere. Ja. Und guck, die werden jetzt auch gefüttert. Mhm. Und wir müssen jetzt auch nach Hause gehen und Mittag essen. Oh, schon. Ja, du hast doch bestimmt auch Hunger. Ja. Also komm. Tschüss.